Und schon wieder das gleiche Lied. Na, ist das nicht schön? Nehmen wir ein anderes. Schönen guten Abend, ein herzliches Willkommen und Tirilü. Jetzt mit mehr Mods. Wochen später, so wie sich's gehört, sind wir mal wieder unterwegs mit einer neuen Portal Gun. Yay! Und das backt hier so schön rum. Daran müssen wir uns gewöhnen, weil wir haben jetzt Shader. Ja. Deswegen backt das hier so ein bisschen, aber das ist mir jetzt egal. Musik ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen laut. So. Ja, ich feile noch am Setup. Aber wir haben wieder eine Portal Gun und es geht los mit einer weiteren Folge portalisiertes Minecraft. Eine weiteren kleinen Aufnahmesession. Was ist beim letzten Mal noch passiert? Wir haben hier ein Bett im Keller, das glaube ich war schon da beim letzten Mal. Wir haben keine Treppen, wir haben nichts. Das ist ja wieder ganz der Anfang. Aber es sparkelt so schön und es shadert so toll und überhaupt. So, und dann habe ich nochmal probiert, wie das jetzt so ist mit der Portal Gun. Hier habe ich mein Basisportal. Jetzt nehmen wir besser mal das Orange. Das kann man da reingehen, kommt da raus und macht blüpp und so. So, dann könnte man ja mal darüber gehen. So. Blüpp, blüpp. So. Tada. Und wir können darüber. Ist das nicht toll? Portale sind super. So haben wir die Welt erkundet. Und das heißt, wir können jetzt immer das blaue Portal mitnehmen und damit die Welt erkunden. Und wenn es Nacht wird, wie es jetzt bald wieder wird, gehen wir in unser Bettchen und schlafen mal schön. Warte mal, dann könnte ich ja auch nochmal geschickterweise mein Portal dahin packen. So. Und dann gehen wir hier rein, machen das zu und setzen das orange Portal dahin. So, dann machen wir die Tür nämlich auf. Setzen den Block. Es ist toll, wenn man das kommentiert, was man gerade tut, aber es tut mir leid. Ich bin... Eigentlich ist das nicht die richtige Uhrzeit, um das überhaupt anzufangen, aber... Irgendwann muss ich ja auch mal wieder. So, und jetzt können wir hier so durch die Welt gehen. Es wobbelt alles. Ach, ist das herrlich. Genau, und der Plan ist immer noch portalisiert zu spielen. Und ich habe da ja sowas gesehen. Das Ganze nennt sich Minecraft Reset. Von zwei Mega-Master-YouTubern initiiert. Da habe ich das gesehen und dachte mir, das ist cool. Vor allem ist es cool, dass man sich Monster-Spawner und sonst was mitnehmen kann, Tiere so fangen kann und so. Das finde ich alles so toll, dass ich mir dachte, das machst du auch mal. Und da es Nacht wird, flup, tada. Ich hoffe, Monster können nicht durch das Portal gehen. Das hoffe ich wirklich. Aber... Gehen wir erstmal ins Bett, weil es ist ja Nacht. Tada, ein neuer Tag erwacht. Reim dich oder ich fress dich. Da, nach oben. Und wieder durchs Portal. Genau, jetzt sind wir wieder hier. Ach, ist das schön. Das funktioniert ja. So, weil wir suchen jetzt Ressourcen, um dann da drüben mal ein bisschen aufzubauen und so. Dachte ich mir, und der Dschungel ist doch toll, um Ressourcen zu suchen, dachte ich mir. Hätte ich mir besser anders denken sollen, aber so ist das halt. So, gehen wir hier über die Blätter rüber. Zack. Ein Apfel. Ist das nicht herrlich? Ja, wir spielen eine modifizierte Version in 6.4. Mit den entsprechenden Mods. Es kamen ja auch Vorschläge, welche Mods da auch noch verwendet werden könnten. Mal gucken. Ich mache jetzt erstmal hier mit dem portalisierten Krempel weiter. Und außerdem muss ich mich wieder daran gewöhnen, hier überhaupt zu spielen. War ja jetzt doch eine ganze Zeit Abstinenz. Ach, herrlich. Och, da ist ein Berg mit Loch. Ich weiß noch nicht, ob meine Homebase da bleibt, wo sie ist, oder ob wir nochmal umziehen irgendwo anders hin. Aber ich dachte mir, jetzt erstmal ein bisschen Ressourcen farmen.
Dafür bräuchten wir nämlich eine Höhle und dann gehen wir in diese Höhle rein. Das ist mal ein Loch im Boden. Ja. Bisschen was zu essen haben wir jetzt auch bei, dass wir nicht mehr verhungern. Das wird nicht so langsam. Könnte man das als Spielen bezeichnen, was wir hier tun? Oh, da sind Kühe. Gut, da hier Kühe sind, heißt das, wir bräuchten eigentlich Holz. Hier ist schon wieder das nächste Biom. Ich darf mich jetzt bloß mit meinen Portalen nicht vermachen. Hui. Okay. Okay. Ach, deswegen machen die das immer. Na toll. Deswegen waren wir nur eins über dem Boden. Ah ja, dann funktioniert das besser. Okay. Interessant. Gut, das heißt, das orange Portal kommt da. Dahin. So, dann kann man da durchhüpfen und backt das da nicht rum. Hier sind Kühe. So. Kühe heißt, wir brauchen erstmal eine Axt, weil wir brauchen Holz und dann können wir uns mit den Kühen anfreunden und eine kleine Kuhfarm aufbauen. Weil wir ziehen insgesamt erstmal um Holzäxte. Naja, nehmen wir die erstmal. Siehst du, die Inventory Tweaks könnte ich ja auch noch reinhauen. Ein Mod mehr oder weniger fällt ja gar nicht auf. So. Tada. Dramatische Musik für undramatische Momente. Und wie man sieht, der Shader backt noch ein bisschen rum. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja Zeit, um ihn perfekt einzustellen. Nein, haben wir nicht. Wir werden das jetzt so mal akzeptieren, wie es ist. Nur das mit dem weißen Klotz außenrum nervt so ein bisschen. Das kann man bestimmt auch irgendwo einstellen. Und nochmal lesen gehen. Das funktioniert. Auf jeden Fall können wir so wunderschön. Aha. Holz farmen. Ja. Da-da-da, da-da. Und jetzt hängt schon wieder alles. Irgendwas ist mir in meinem Rechner. Ja, jetzt hängt hier schon wieder wirklich alles. Irgendwas ist mit meinem Rechner madig, aber ich habe noch nicht so ganz raus, was es ist. So. Na na. Ja. Machen erstmal die Holzäxte kaputt. Dass man mit Holz hauen kann, ist auch ein Minecraft-Unikat. Gut, es geht ja auch mit der bloßen Hand. Das ist ja noch mehr Unikat, als das jetzt mit dem Holz. Aber ja. Ach, nee. Was hören wir denn da? Ist sie schon wieder an? Aus. Back to game. So. Sehr schön. Lalala. Der Himmel sieht auch hübsch aus. Und es wobbelt alles so schön. Die Wobbeligkeit des Wobbelns. Und schon wieder hängt alles. Oh, Hunde. Okay. Müssen wir uns ja erstmal aufbauen hier. Überhaupt. Und da ich es ja mag, wenn Dinge einfach funktionieren, machen wir die Sache auch eher unterirdisch. Dann bald brauchen wir Seeds, habe ich auch schon gefarmt. Na, mal gucken, was wir machen. Okay. Ah, cool. Okay, das ist jetzt vom Shader. Verstehe. Aber diesen Berg könnten wir doch umbauen.
eher als den Dreckhügel, in dem wir jetzt gerade hocken. Weil da haben wir ein schönes Biom mit Holz und mit... Ah, eine Höhle. Eine natürliche Höhle. Umso besser. Drüpp. Okay. Eigentlich nicht schlecht. Schafe. Das gefällt mir eigentlich schon relativ gut hier. Das ist gut. Haben wir auch schon wieder Kohle. Ein paar Ressourcen sind da. Ich brauche bloß definitiv mit Shader mehr Fackeln. Ja, Enchant müssen wir auch. Wir müssen so viel tun. Auch wenn wir jetzt noch nicht auf der 1.8 spielen können. Ich gucke quasi täglich, naja, täglich ist auch übertrieben, aber jedes Mal, wenn ich dazu komme, hier irgendwie mich vorzubereiten, gucke ich nach, ob diese Mods endlich auf 1.8 portiert wurden, weil ich würde ja auch gerne mit der 1.8 spielen, weil das Enchantment-System sich da ja geändert hat und viele andere Kleinigkeiten dazugekommen sind. Wie zum Beispiel, glaube ich, die Hasen, die sind auch erst in der 1.8 drin. Das hat eigentlich was, das mit den Hasen, finde ich. Oh, schau mal, hier ist auch wieder was. Mann, braucht man viel davon? Also das mit den Lightning Levels muss ich mir nochmal angucken. Vielleicht kann man die ja einstellen. Oh, hier sind wir auch schon wieder draußen. Eigentlich kein schlechter Berg, um ihn umzubauen. Ich glaube, das machen wir dann mal so. Wenn wir bei diesem Berg hier mal anfangen. Ressourcen sammeln. Was könnte ich denn noch erzielen? Weiß nicht. Eigentlich nicht viel. Außer dass ich keine Zeit eigentlich mehr habe, das zu machen, was ich tue. Und ich habe kein VDSL mehr. Das ist nicht schlimm. Ich hätte gerne eine Runde mit Mitleid. Kein Upload mehr zur Verfügung. Von daher kann ich mir auch schenken in Zukunft das, was ich eigentlich mit immer am liebsten gemacht habe. Und zwar Livecasts einfach durchzuführen. Kann ich mir jetzt knicken, weil das funktioniert nicht mehr wirklich. Och, braucht man viele Fackeln jetzt. So, blau, da, blub, blub, sind wir wieder bei uns. Ach, das ist schön. So, nein, das wollten wir machen. Holz, Kohle, ein Apfel, Samplings, Seeds. Fackeln müssen wir noch machen. Machen wir mal 55 Fackeln. So, warte, wie war das? G. Wie soll man denn gleichzeitig laufen, wenn man so G drückt? G drückt hält. Ohohoho. Na, kommst du runter? Die Kiste weg. Na toll. Super. Nein, da ist sie noch. Geh. Ha! Da ist sie wieder. Geh. Ach, man muss nur einmal G drücken.
G, dann hat man es dran und dann G zum Hinstellen. Ah ja. Naja, das ist doch nicht schlecht. So. Und den Rest holen wir einfach so. Aber so kann man volle Kisten transportieren. Ist das nicht toll? Ist doch super, oder? So, nochmal ins Bettchen legen. Weil wird ja schon wieder Nacht. Und mein Mikrofon schnarzt schon wieder. Aber nur auf dem rechten Ohr. Aber das ist mein Kopfhörer, der schnarzt. Gut, Bettchen mitnehmen. Fackel auch mitnehmen. So, mein Erdloch hier kann ich dann verlassen. Die Fackel nehmen wir auch mit. Die nehmen wir auch mit. Auch mit. Auch mit. So, den nehmen wir mit. Die Öfen nehmen wir mit. So. Tür können wir auch mitnehmen. Hätte ich mal besser die Axt genommen. So. Aber das Portal macht wenigstens Licht. Da backt es schon wieder rum. Okay. Interessant. Interessanter Bug. Gut. Auf in die Wand. Ich würde mal sagen, fangen wir hier an und bauen uns unser neues Domizil auf. Kiste müssen wir dann auch noch mitnehmen. Später gleich demnächst. So. 1, 2, 3, 4, 5. Natürliches Design. Setzen wir mal das Portal um. Ah, toll. So, jetzt finde ich da nie wieder zurück, aber ich hatte ja alles mitgenommen. Das war so nicht so schlimm. Hoffe ich. Ah, toll. Crafting Table, da ist ein. So. Stickies waren hier drin. Siehst du, hatte ich ja sogar noch eine Pickaxe. Naja, dann nehmen wir diese. Ja, und da ich das Survival nicht so survivalig betreiben will, bauen wir uns jetzt erstmal unseren Unterschlupf, wie immer. Es wird untergeschlüpft. Ach, siehst du, ich bin ja in der Höhle. Schallmallen. Können wir auch aufhören. So, da war das Höhlengeräusch. Können wir hier mal ein bisschen Licht reinlassen. Na toll. War die Wand abgehauen, wo die Fackel dran war. Auch gut. Weil wir begeben uns jetzt wieder auf zu alten Methoden. Keine Ahnung, was dann als alte Methode gelten sollte. Aber zu so altem Baustil. Wir bauen uns einen Berg ein, haben da ja unser Kämmerlein. Und von da aus geht es dann weiter. Irgendwann mit der Eisentür, wenn wir dann Eisen gefunden haben. Und dann geht's voran. Und dann können wir uns ein bisschen die Welt angucken, weil wir suchen eine große Höhle mit einem Spawner, um dann entsprechende Farmen aufzubauen. Aber erstmal farmen wir Tiere. Das bringt ja auch schon was. So. Aber krass, wie wenig Licht die Fackeln nur noch machen. Mal sehen, ob das einstellbar ist. Mal nachlesen. Auf jeden Fall ist hier viel mehr Berg übrig, um halt erstmal so einen Unterschlupf zu bauen.